Meine Damen und Herren, jetzt wird es aber Zeit für einen echten Astronauten. Ja, schon, es waren mehr Leute bei TV Total als im All, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Man will sich ganz langsam annähern, natürlich. Man könnte sich auch schneller annähern, aber dann besteht die Gefahr einer Kollision. Ja, genau, wenn man dann nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Man ist zusammen vorher im Überlebenstraining bei minus 20 Grad im russischen Wald, ohne Zelt, ohne Schlafsack. Ja. Da kennt man sich gut hinterher. Ja, man hat für alles einen Plan B. Das ist wichtig in der Raumfahrt, weil wenn man jetzt mit den neuesten Technologien arbeitet, das sieht man, dann kann immer mal was ausfallen. Deswegen, man hat immer ein Backup-System oder zwei oder drei, gerade für die wichtigen Systeme, ja, damit nichts schief geht. Wir haben mal ein paar Bilder. Sind die Bilder von Ihnen? Haben Sie die geschossen hier? Das ist von mir, das habe ich mit einem Timer geschossen. Okay. Von einem anderen Teil der Raumstation aus. Ah, okay. Es sieht echt total, im Hintergrund ist ja schwarz. Leistungssportler wäre zum Beispiel ganz schlecht. Die haben ein zu großes Herz, da könnte man Probleme kriegen im All. Ah, okay. Also, ist das für ein Gefühl, wenn man in diese Schwerelosigkeit kommt? Die es ja eigentlich nicht gibt, aber man hat das Gefühl der Schwerelosigkeit. Ja, ja. Man ist ja schon ohne Schwere. Also es gibt noch Gravitation, aber ohne Schwere ist man schon. Man ist einfach ohne Schwere. Es ist alles, es geht sich einfach, es atmet es sich einfacher wahrscheinlich sogar, weil man den... du musst unbedingt mal wiederkommen. Gerne. Ne? Dann erzählst du weiter vom All. Ich riech mal kurz am Quinoa-Salat mit Makarelen. Diesen Missionspatch. Okay. Und das ist nicht nur ein x-beliebiger Missionspatch, sondern der hat eine lange Reise hinter sich. Der ist 2566 Mal um die Erde geflogen. Nein, wer war 110 Millionen Kilometer mit mir im Orbit. Und der ist für dich. Wir sind jetzt auch per Du, weil Astronauten untereinander natürlich per Du sind. Ja. Und der passt genau dahin. Der war im All. Der war im All. Das glaubt mir keiner. Ja, nicht so einfach, das kann man nicht einfach so machen. Da muss man ja auserwählt werden, wie so das Schaf vom Wolf zum Beispiel. Ja? Lohnt sich ab und zu mal bei der ESA auf die Webseite zu schauen, so habe ich das gemacht. Und dann, als die gesucht haben, habe ich der Sache mal eine Chance gegeben. Oben ist ja der Himmel nicht blau, wie man meint, sondern schwarz. Nee, Waffelschwarz. Ne? Ja. Der Himmel ist nur von der Erde aus blau. Eigentlich ist es nur eine optische Täuschung, ja? Weil eigentlich ist der Himmel schwarz. Ja, so. Sehr schwarz und sehr grell, wenn man in die Sonne schaut. Bin ich auch oft gefragt worden, was ist die Farbe der Sonne? Das ist wirklich ein ganz krasses Weiß. Ja, okay. Weil eigentlich ist der Himmel schwarz. And I think that was characteristic of all the events of the flight. The Saturn gave us one magnificent ride.